dem Schild, ey. Das ist so stressig. Ja, vor allem auf der... Nein! Seid das halt aus. Oh, oh, scheiße. Kann es sein, dass wir einen übelst hohen Item-Drop haben? Also in der Dark Souls... Halt! Du kannst nicht vorbei! Zurek? Zurek? Nope. Nope. Zurek, verdammte Scheiße. Alter. Oh. Warte. Warte. Bewegt er sich? Zurek, verdammte Scheiße. Nope. Kann man drüber springen? Nope. Nein, nein, nein! Nope. Kommst du da raus? Nein. Nope. Was machen wir hier? Nope. Warte, ich nope. Versuche zu springen in die Richtung. Nope. Mann, Zorik, bitte! Nope. Willst du dich so einfach zurückschicken? Das glaube ich einfach so jetzt für uns alle. Oh, Zorik. Kommst du gerade kurz. Okay, danke. Wir sind wieder frei. Ich mag das Wort Schweden, falls du nicht gemerkt hast. Ja, ja, das ist mir so ganz leicht aufgefallen, aber ich war mir nicht so sicher. So wie dann eine harte Vorliebe zur Zahl 8. Denkst du über die Aussage nach oder akzeptierst du das? Was? Nö, nee, ich hab dir nicht mal zugehört. So, kommst du in meine Welt? Jo, da werden wir jetzt Post anlegen. Ja, und werden bitte nicht zweite Schaf, werden zweite Phase bitte nicht schießen. Wir sind nämlich richtige Männer. Und richtige Männer spielen in der zweiten Phase ohne Magie. Und alleine eigentlich, aber wir sind Doppelmänner. Nee, wir sind ja eine Frau, deswegen sind wir nur ein halber Mann. Achso, eine Frau plus eine Frau gleich ein Mann. Warte. Alter, machst du Schaden. Der kommt ja viel Schaden. Autsch. Obwohl, ist das Gasting blau irgendwie. Das war so blau. Oh nein. Bist du wirklich schon tot? Ja, eine Statue, die hat mich geblockt. Was hatte er denn für dich gemacht? Nichts, weil ich geschafft habe, ohne zu sterben vorher. Du bist halt vorher einmal gestorben, weil du das vorigen Gebiet noch erkundet hast. Na, kommst du runter? Also, ich werde dich da jetzt nicht runterholen. Kind, oben spielt man nicht. Hast du davon nichts gehört, oder was? Ich bin voll in der Luft. Was? Ja. Ich versuche, wenn der dich jetzt getötet hätte. Oh. Save mich mal kurz. Wirklich? Genau, das dachte ich mal. Also es ist wirklich gerade so, als würde er nur mich töten wollen. Ja. Ich will nur meine Seelen haben. Wir machen einfach das, was wir am besten können. Zaubern. Wir werfen Sachen. Ja, genau. Okay. Wir machen das nicht die ganze Zeit eigentlich so. Ich weiß es nicht. Weil ich erst ab den zweiten Hit stacke. Und jetzt nur noch einen Ash Estus hab. Also wir können das maximal noch bei einem machen. Ich hab's irgendwie draufgesetzt. Stirbst du bitte? Oh mein Gott! Nein, nicht My Name is Jeff. Ich hasse mein Leben. Können wir durchrennen? Schon wieder Jeff. Lauf runter, lauf die Treppe einfach runter. Ja, warte, warte, warte. Jeff! Ist Jeff da? Ja, wir laufen die Treppe wieder hoch. Was? Ich bin hier entschlossen. Laufen wir die Treppe hoch. Okay, bitte. Komm, jetzt geh ich erst mal versetzen, solange Jeff da ist. Wir laufen die Treppe hoch, hab ich gehört. Jeff ist hässlich. Oh mein Gott, ist Jeff hässlich. Jeff möchte mich haben. Er sieht mich richtig, das Schickenblätter da. Ich werd jetzt, wieder meinen krassen Traum. Oh, das ist keine True-Combo. Ich hasse mein Leben. Der juckt anders hoch. Nicht Freund. Nicht Freund, Feind. Ja. Jeff? Das Spiel können wir auch zu zweit spielen. Jeff, Schuh, sei nicht gierig. Wir laufen weiter hoch, oder? Er kann halt auch davon getroffen werden, weil er ein anderes Phantom ist.
Willst du einen Baumsamen aktivieren? Jo. Kann ich mir in eine Richtung fliegen die ganze Zeit? Kannst du mal kurz auf mich achten? Omae wa mou shindeiru. Er wird gleich seine böse Überraschung. Das war schön Comedy, Leute. Das war auf jeden Fall gutes Comedy-Gold, ey. Ja. Er sollte nicht mehr viel. Er sollte sich nicht mehr. What the fuck? Chef, okay, das war gut. Chef, du bist mein Freund, mein Held. So, kriegen wir jetzt gleich neue Fashion Swaps? Wo ist er eigentlich? Wieso kommt er bei dir nicht? Ah, da hinten. Also. Okay. Oh, nicht schießen. Okay, das ist klar. Kann der bitte aufhören, uns fast zu töten, wenn wir mit ihm fertig sind? Danke! Oh Gott! Ich hab meinen Tod gerade schon gesehen. Wolfring plus 3. Ich weiß nicht, wo du bist. Hab ihn! Alter. Wie viel Ausdauer hast du? Was macht der da? Der guckt uns so böse an. Okay. Entschuldigung. Das war schon eine interessante Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Im DSC soll es wieder aufrüstbare Sachen geben und in den Chalice Dungeon, aber da wir ein Normal Playthrough. Oh, so viel dazu. Vorsicht. Das fühlt sich gut an, eine unsichtbare Wand mit zu wissen, die ihr nicht kennt. Ob der an einem Bonfire auf uns wartet? Aus. Bit Slap. Welche, das ist diese Vase? Ja. Irgendwie hatte ich gerade aber auch das Gefühl. Okay, jetzt beginnt Paranoid Souls. Geht's denn da hinten lang? Weiß ich nicht, unter der Brücke, da hab ich ja vorhin gesehen. Achso, dass da ein Item war. Ja. Und ein Knight. Der kann mehr als er erwartet hat. Lassen wir das unkommentiert? Ja, was? Wo reden wir jetzt? Ist was passiert? Du hattest ein Leck, ja? Ah ja, oh. Ich verstehe ich es aber nicht. Ein Bossfight! Ich bin gerade der Boss! Was? Du bist der Boss? Ja! What the fuck, weil ich in den Filanor-Sperren investiert hab? Ja, why not? This looks like fun. Hab ihn getötet. Okay, ich darf mein Zeichen nicht sofort legen. Ich werde sonst einfach beschworen. So, meine Lieben, damit ist das kleine Video und der kleine Zusammenschnitt fertig. Ich wollte euch einfach mal so ein paar lustige Szenen zeigen, die ich und Shu erlebt habe innerhalb unseres Playthroughs, innerhalb unseres Co-op-Playthroughs, den wir einfach mal just for fun gemacht haben. Ich kann euch für die Zukunft sagen, dass wahrscheinlich so etwas Ähnliches noch im Bloodborne-Stil kommt. Das wird aber nicht so viel wahrscheinlich sein, weil einfach nicht so Lustiges passiert ist. Die Invader-Szene in Bloodborne ist auch nicht so groß. Und ansonsten kann ich euch noch sagen, dass die Tage ein kleines anderes Co-op-Video noch kommt, in dem wir ein bisschen die Bossfights zeigen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hinterlasst irgendwelche Kommentare beziehungsweise einfach Verbesserungsvorschläge, weil ich das erste Mal so etwas, ich sag mal, hochaufwendiges oder für mich aufwendiges mache. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr konntet schmunzeln. Und ja, man sieht sich in den Kommentaren. Bis dahin. Tschüss.